fühle mich irgendwie ziemlich komisch, weswegen ich gerade aufgestanden bin und mal messen wollte. So, gucken wir mal, was hier so los ist. Okay, ja, das dachte ich mir schon. Ich konnte nicht so wirklich einschlafen und da habe ich schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht. Ich nehme jetzt erstmal was zu mir und dann sehen wir uns hoffentlich erst morgen früh. Also hoffentlich kann ich noch ein bisschen schlafen. So, ich hatte jetzt leider, was heißt leider, also ich hatte jetzt einfach keine Lust auf Standard-Traubenzucker und habe mir einen halben Smoothie genehmigt, einen Mango-Maracuja-Smoothie und werde jetzt hier noch ein paar von den Marzipankartoffeln zu mir nehmen. Marzipan mag ich eigentlich nicht, aber irgendwie gerade schon, keine Ahnung, kennt ihr das? Wenn man unterzuckert ist, hat man manchmal andere Gelüste. Ja, und ich glaube, dass es mit Schlafen bei mir nicht so wirklich was wird in nächster Zeit. Deswegen werde ich mir jetzt hier noch ein paar YouTube-Videos anschauen. Hallo und herzlich willkommen zu diesem kurzen Video von mir. Es geht um nächtliche Hypos. Also ihr habt ja gesehen, dass ich gestern Nacht um 1:30 einen Wert von 55 hatte und sich die Lage halt auch nicht wirklich schnell gebessert hat und ich dann irgendwie einen Fressflash bekommen habe, wie das einfach häufiger mal der Fall ist, wenn ich so eine schwerere Hypo habe. Ich würde jetzt nicht sagen, dass 55 so krass niedrig ist oder so, weil ich habe mich halt echt irgendwie richtig mies gefühlt und konnte dann auch tatsächlich die ganze Nacht nicht schlafen bis ungefähr 6 Uhr morgens oder 6:30 oder so. Da bin ich dann eingeschlafen und habe dann irgendwie bis mittags oder sogar früh nachmittags gepennt. Also ja, ist ein bisschen blöd, aber ich habe das ehrlich gesagt schon ab und an mal, dass das genau so abläuft bei mir. Und da wollte ich euch fragen, wie das denn bei euch ist, wenn ihr da so eine nächtliche Hypo habt. Also ab wann wacht ihr denn auf quasi? Also ich wach zum Glück wirklich auf ab einem Wert von, also von unter 60. Die einzige Situation, wo ich das nicht merke, wenn ich gerade so richtig niedrig gehe, ist ehrlich gesagt beim Sport. Weil da ist man irgendwie in Action und da merkt man es halt, finde ich zumindest, nicht so richtig. Und das ist eben auch das Gefährliche. Und genau in der Situation ist es einfach auch echt gut, wenn man einen CGM hätte. Ja, und jetzt wollte ich euch natürlich auch noch fragen, wie das denn bei euch so ist. Also ab wann ihr das eben merkt, dass ihr unterzuckert und wie das bei euch nachts ist. Ob ihr aufwacht oder ob euer Partner oder eure Partnerin euch dann irgendwie weckt und dass er oder sie das eben dann merkt in dem Moment und ihr gar nicht selber merkt. Oder ja, es gibt ja auch wirklich Menschen, die haben Hypowahrnehmungsstörungen. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Und da bin ich einfach nur total froh, dass das bei mir nicht so ist und dass ich das wirklich noch rechtzeitig einfach merke und rechtzeitig dann eben auch reagieren kann. Kennt ihr das auch mit diesen Fressflashs dann irgendwie nachts? Also ich weiß auch nicht, dann die ganze Nacht ist dann einfach für einen Eimer und ja, schön ist das natürlich nicht, aber es gibt es eben im Leben einer Diabetikerin oder eines Diabetikers und das gehört nun mal auch dazu und deswegen möchte ich das hier einfach auf diesem Kanal auch ansprechen. Antwortet mir doch gerne mal die Fragen, die ich euch gerade gestellt habe in den Kommentaren. Das würde mich wirklich total freuen, mal zu erfahren, wie das denn bei euch so ist, das Ganze. Und das war's auch schon mit diesem Video. Bis zum nächsten Mal und noch einen schönen Tag oder Abend. Tschüss!